Hallo und herzlich willkommen bei mir. Ich habe mir gedacht, weil ich gerade so gefummelt habe in meinem Gesicht, habe ich gedacht, ich mache mal ein schönes Skincare-Video. Oft werde ich ja gefragt, wie mache ich so meine Skincare? Also das heißt, wie mache ich so meine Pflege morgens und abends? Und das habe ich jetzt für euch Stück für Stück abgefilmt. Ein bisschen was werde ich nachvertonen und ein bisschen was werde ich euch zeigen. Also ich habe euch gestern und heute ein bisschen mitgenommen, wie ich so meine Pflege mache. Das ist alles immer so, wie ich es auch wirklich mache. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch auch so ein bisschen, wie ich so meine Haut auch so pflege. Und es ist halt auch einfach so, es soll jetzt auch nicht für euch so ein Werbevideo sein, so nach dem Motto, so ja, sie zeigt ja nur Beauty Mates. Ich wollte euch das einmal ganz kurz erklären, wie das überhaupt zustande gekommen ist bei mir. Bei mir und Beauty Mates oder überhaupt meine ganze Skincare. Es ist so, dass ich ja 10 Jahre Avon-Beraterin war. Und davor habe ich immer irgendwas genommen, so von Aldi oder Lidl. So habe meine Haut so ganz normal eingecremt, wie man das so macht als 20- oder 30-Jährige. Na, man kauft sowas an, so in die Hände kommt, macht sich da gar nicht so viele Gedanken über die Hautpflege. Habe ich jetzt jedenfalls nicht gemacht. Schminken war bei mir immer wichtiger als die Pflege. Es war halt leider so. Und ja, dann wurde ich nachher Avon-Beraterin, wo die Kinder klein waren. Und dann habe ich mich da schon so ein bisschen mehr mit beschäftigt. Man ist ja dann auch neugierig, wie sind so die Produkte, wie ist dann so der Reinigungsschaum und so. Man möchte ja auch den Kunden so ein bisschen was mitteilen. Und ich hatte keine Schulung, sondern ich habe mir das alles selber beigebracht. Das heißt, ich habe immer bestellt, 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 war mein bester Kunde bei Avon und habe mich da so ein bisschen durchgetestet. Und das habe ich insgesamt 10 Jahre gemacht. So, dann bin ich ja davon weg. Dann habe ich halt durch meine Freundin auch mal so andere Sachen ausprobiert und war dann auch nachher nicht mehr so ganz so zufrieden mit Avon oder vielleicht wurde es mir auch einfach langweilig, dass ich gesagt habe, so jetzt möchte ich mal was anderes testen. Hab dann ein Video gesehen über, oh Gott, wie hießen die noch? Dann was bestellt bei einer Firma, die blende ich euch mal da ein. Und boah, ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Ich glaube damals für so ein Set 50 € oder so. Und habe gedacht, so, da, jetzt wird meine Haut richtig toll. Jetzt werde ich richtig tolle Haut bekommen und habe mir das bestellt, weil das ist ja auch Naturkosmetik. Ich war davon total überzeugt, auch durch Videos, YouTube-Videos. Und dachte so, boah, das mache ich jetzt. Und ja, habe das so benutzt, genauso wie man das benutzen soll und hatte eigentlich wenig Erfolg. Ich hätte es gerne gehabt, aber es war leider nicht so. Ich habe wirklich keine Verbesserung von meiner Haut gemerkt. Dann habe ich ja, das habe ich auch schon öfter mal erzählt, aber ich sage es nochmal, ich weiß immer nicht, wer jetzt zuschaut und ob es neue Zuschauer gibt, dann herzlich willkommen bei mir. Dann habe ich das erste Mal von Asam die Retinol-Creme benutzt und dann war ich ja mega begeistert und von da an war ich ja auch ein Asam-Fan. Und nebenbei habe ich dann auch, weil da habe ich dann bei Asam habe ich mich dann überwiegend so auch auf die Haare konzentriert, habe so Haarprodukte getestet und so weiter und war ja auch total begeistert und habe dann erstmal nur die Retinol-Creme benutzt. Und dann habe ich aber immer noch was gesucht für mich, für die Haut. Und da habe ich auch noch mit gar keiner Firma oder so zusammengearbeitet. Und da habe ich dann meine liebe Freundin gefragt, na, hast du nicht einen schönen Tipp? Kannst du mir nicht irgendwas sagen? Und da sagte sie zu mir, ja, es gibt eine neue Firma und zwar die heißt Beauty Mates. Ja, dann war ich ganz neugierig, habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Da gab es auch noch gar nicht viele YouTuber, die das so gezeigt haben. Ja, und dann habe ich mich da informiert, fand so das ganze Prinzip fand ich toll, so dass sie nur reinmachen, was man auch wirklich braucht, dass sie dass sie vegan sind, dass sie ohne Silikon sind und so weiter. Und das hat mir alles sehr gut gefallen, auch dass es eine deutsche Firma ist und so, weil deutsche Firmen unterstütze ich auch gerne. Und das hat mir so, das ganze Gesamtpaket hat mir gut gefallen, die Aufmachung hat mir gut gefallen und so weiter. Und da habe ich mir dann das erste Mal eine Creme bestellt und den Augenbooster. Boah, das war natürlich auch so, ne? Man, ganz schön viel Geld. Aber ich habe das eigentlich nie bereut und habe dann, glaube ich, habe das auch schon, glaube ich, erzählt in einem Video, dass ich das benutze und dass ich das richtig toll finde. Ja, und dann war ich von denen begeistert und dann haben die mich wohl irgendwie gesehen oder so und haben gesagt, ach guck mal, die zeigt unser Produkt und dann sind die auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte. Und da habe ich natürlich ja gesagt, weil das war ja sowieso eine Firma, die mir sehr gut gefallen hat. Und das mache ich jetzt schon fast 2,5 Jahre und bin super begeistert und bleibe auch gern dabei. Und deswegen bin ich überzeugt von der Firma Beauty Mates und deswegen gehört das natürlich auch zu meiner regelmäßigen Skin-Routine, Skincare-Routine. Und die Produkte benutze ich jeden Tag. Ich bin damit super zufrieden und ja.
Das wollte ich euch einfach mal vorweg erzählen, weil ich wollte nicht, dass das jetzt so rüberkommt wie so ein Werbevideo. So, und jetzt geht's los mit meinem Video. Jetzt werde ich euch Stück für Stück zeigen, wie ich mein Gesicht morgens reinige, wie ich es abends reinige, was ich alles da habe und wie ich das alles so mache. Das werde ich euch jetzt alles ganz in Ruhe erzählen. Oder wünsche ich einfach viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. Hier die große Flasche Rosenwasser, die ich immer bei Amazon bestelle. Hier mein Rosenwasser. Ich habe leider nur eine Flasche, wollte mir noch mal eine zweite holen. Da ist ja mein Rosenwasser drin, weil ich finde das immer so unpraktisch in so einer Flasche. Deswegen habe ich das immer hier drin. Und leider laufe ich damit immer hin und her, morgens und abends. Das ist natürlich doof. Ich brauche unbedingt eine zweite Flasche. Kostet 10 € bei Amazon. Werde ich mir also auf jeden Fall noch bestellen. So, und jetzt habe ich, ach so, das sind die Sachen, die ich immer noch so nebenbei teste und ausprobiere oder benutze. Und das ist hier halt so ein bisschen mein Tablett, wo so meine Sache, das sieht jetzt so viel aus, weil meistens teile ich mir das auch so ein bisschen auf. Ich habe das jetzt nur für euch einmal so auf dieses Tablett so gestellt, damit ich das einfach habe, wenn ich das Video drehe. Das sind die beiden Beauty Mates Cremes, einmal für normale Haut, einmal für trockene Haut. Und das ist ja mein Augenlifting Booster und mein Poren Minimizer. Das sind so eigentlich die Sachen, die ich fast immer morgens benutze. Ja, und das ist ein Morgen von vielen in meinem Leben, wo ich meinen Augenbooster auftrage. Pur mache ich das ganz gerne. Man kann das ja auch zusammen mit Augencreme mischen, wie man möchte. Und ich nehme den halt sehr gerne pur und mache dann die Creme einfach darüber. Und weil es tagsüber ist, nehme ich dann auch meistens die blaue, für abends ja die lilane. Und mische mir das dann mit irgendeinem Booster. Das mache ich immer nach Gefühl, je nachdem, was ich gerade für eine Haut habe. Diesmal ist es der Peptide Lifting Booster. Die Inhaltsstoffe könnt ihr auch ganz genau bei Beauty Mates lesen. Also ich habe ja irgendwie alle Booster und benutze die immer so ein bisschen im Wechsel. Ich nehme auch gerne mal Koffein oder so. Das ist bei mir so ein bisschen Gefühlssache und auch Abwechslung. Ich nehme gerne mal so ein bisschen mal dies, mal das, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mal den Booster nehme oder mal den Booster, dann hat halt die Haut immer das, was sie braucht. Natürlich den Augenbooster auch regelmäßig abends. Das heißt, regelmäßig müsste man es eigentlich machen. Ich schludere manchmal. Ich muss es echt regelmäßiger machen. Ich bin abends manchmal einfach zu müde und das ist ganz doof und das muss ich unbedingt machen, weil ich merke immer einen Unterschied, wenn ich das regelmäßig mache. Morgens und abends, dann ist meine Haut viel schöner und unter den Augen einfach viel, viel, viel gepflegter und nicht so trocken. Also das merke ich ganz deutlich. Ja, Poren-Minimizer, ach, das sind so meine Lieblingsbooster. So, dann habe ich hier Faltencontrol und Peptide und Koffein. Das sind so meine Morgens-Booster, die nehme ich fast nie abends. Und das sind hier so meine Abends-Booster. Das heißt, ab und zu mal Selbstbräuner. Nee, das mache ich auch morgens. Nee, das stimmt gar nicht, der steht falsch. Den benutze ich auch morgens. Am besten so zusammen mit der Creme. Aber das hier, das ist wirklich immer abends, nämlich AHA Glow Peeling oder Retinol. Ich mache das nie zusammen. Ich mache immer erstmal einen Tag Peeling und dann nehme ich regelmäßig Retinol, entweder von Asam oder den Booster. Die finde ich beide gleich total toll. Also der Booster von Beauty Mates, der ist auch richtig, richtig toll. Und abends nehme ich immer gerne ein bisschen reichhaltiger. Aber ehrlich gesagt habe ich da nicht so eine Regelmäßigkeit. Es kommt immer so ein bisschen auf meine Haut drauf an. Im Sommer benutze ich mehr diese hier zum Beispiel für normale Haut. Und im Winter jetzt ist es kalt. Irgendwie braucht man da ein bisschen mehr Pflege. Und dann nehme ich sehr, sehr gerne die viel, viel öfter. Ja, Retinol benutze ich ja regelmäßig. Da mache ich 2, 3 Tropfen und dann mache ich das rauf. Kann ich euch auch gleich einmal zeigen, ne? Ja, und da sind wir schon abends angelangt. Das habe ich gestern Abend gedreht. Ich schminke mich immer, egal wie stark mein Augen-Make-up ist, immer mit öligen Produkten ab. Das heißt, ich habe von Isana das Reinigungsöl. Ich habe einen Balm von Yepoda, liebe ich sehr, weil er riecht einfach so toll. Und auch den Balm von Asam, die mag ich beide gleich gern. Die sind richtig, richtig toll. Und wie gesagt, Isana Reinigungsöl benutze ich auch regelmäßig. Das sind ölige Sachen, damit bekommt ihr jedes Make-up ganz, ganz, ganz leicht ab. Man schont die Haut und der Mascara geht ab, auch der Sky High. Und dann nehme ich ein bisschen Wasser dazu und emulgiere das Ganze
Und dann kommt mein Bambustuch, das ist dieses weiße Läppchen, was ihr da seht. Das ist Bambus, ist ein nachwachsender Rohstoff und der ist ganz, ganz schön für die Haut, hautschonend, macht keine Wimpern, gar nichts kaputt. Bei Mikrofaser kann das ja immer schnell passieren. Und ja, die habe ich mir bei Amazon gekauft, den Link setze ich euch nochmal rein. Vielleicht habt ihr Lust, das auch mal zu testen. Ich liebe meine Bambustücher, die sind so weich wie Frottitücher. Und danach kommt dann der Schaum von Jepoda. Ich habe auch einen Schaum von Isana. Ich benutze mal beides so ein bisschen, je nach Gefühl, was ich gerade möchte. Aber den von Jepoda mag ich wirklich am liebsten. Der macht meine Haut immer so schön rein und der trocknet meine Haut auch nicht aus. Aber das tut der von Isana auch nicht, aber der von Jepoda riecht halt besser. Und irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwie habe ich danach immer schönere Haut. Ja, und dann nehme ich das Tuch von... Oh, wo habe ich das jetzt gekauft? Ich glaube bei DM. Dieses schöne, schöne, schöne weiche Tuch, was ich gerade in der Hand halte. Das ist ganz, ganz toll, ganz weich und ich liebe das. Und das habe ich in mehreren Farben und werde mir da auch noch mal ein, zwei dazu kaufen, weil kosten 2-3 Euro und sind einfach schön. Und meistens sind ja immer so 2-3 Stück in der Wäsche und 2-3 Stück sind sauber und hängen im Badezimmer. Davon Asam, das Retinol benutze ich natürlich auch. Ist hinten versteckt, war jetzt meine Retinol-Creme. Das ist Retinol Intense, das ist der Augenbalm. Benutze ich für die Augen und auch fürs ganze Gesicht. Ja, im Moment habe ich nichts anderes und deswegen benutze ich den Augenbalm auch mal fürs ganze Gesicht im Wechsel mit Beauty Meets Retinol. Ist auch immer so, manchmal verbrauche ich auch was, dann benutze ich erstmal das, was ich habe. Und wie gesagt, ich bin ja auch immer so am Testen noch so ein bisschen. Aber das ist so meine jeden Tag Routine. Da bin ich so eingespielt. Also das ist das, was ich eigentlich immer mache, jeden Tag. Und das sind natürlich auch so Sachen, die ich immer mal wieder, dann teste ich mal so ein bisschen die Augencreme zwischendurch. Oder das hier, das habe ich ja auch schon fast aufgebraucht, ne? Jedenfalls, das ist hier so das, was ich... natürlich weiterempfehlen kann, weil ich mache es jetzt schon 2 oder 3 Jahre, ich weiß es gar nicht, oder 2,5 Jahre. Also damit bin ich so super zufrieden, dass das kann ich mit sehr, sehr gutem Gewissen weiterempfehlen. Auch wenn es nicht ganz so günstig ist, aber mir hat das unheimlich viel gebracht. Na? So, deswegen empfehle ich das natürlich weiter. So, jetzt geht's weiter im Video. Die Beleuchtung ist natürlich ein bisschen doof, aber es ist halt auch abends und deswegen drehe ich abends auch meine Abendroutine. Ja, und das will ich euch einmal ganz kurz zeigen. Also ich nehme dann die Beauty Meets Creme, nehme mir da so ein bisschen auf den Finger, kann auch ein bisschen mehr sein, weil der Hals, der muss auch gepflegt werden. Der kommt immer zu kurz. So, und dann schüttel ich das meistens so ein bisschen und wenn ich dann kein Peeling mache ich eher selten, aber Retinol mache ich regelmäßig und dann nehme ich hier so ein bisschen die Pipette voll, vielleicht zeige ich das auch nochmal, das ist ja eine Glasflasche, hier oben ist so ein Gummi und wenn ihr das so rausholt, ist es meistens leer und dann einfach rein, einmal so normal lassen, dann die Pipette drücken, dann loslassen, dann füllt die sich und dann, Moment, also einfach mit Film hier. Und dann nehme ich so 2 oder 3 Tropfen. Dann vermischt sich das mit der Gesichtscreme. Dann reibe ich das und dann verteile ich das einfach richtig schön ganz in Ruhe in meinem Gesicht. Und ich mache das auch auf die Augen, weil ich da gar keine Angst vor habe. Und weil ich das gut vertrage. Braucht da nicht immer extra eine Augencreme. Natürlich benutze ich auch manchmal eine Augencreme. Ich war richtig abgeschminkt, ja. Natürlich benutze ich auch manchmal eine Augencreme, aber dann halt so mehr so zum Testen oder so. Also Beauty Meets würde mir an sich reichen mit dem Augenpuster. So, und wenn das alles schön eingecremt ist, dann verteile ich noch so ein bisschen was auf meine Hände, so die letzten Reste. Ja, und dann bin ich fertig mit meiner Abendroutine und dann kann es ins Bett hingehen. Gute Nacht! So, ich sehe ein bisschen komisch aus. Das liegt halt daran, dass ab und zu muss man ja seine Haut auch so ein bisschen pflegen und dann sieht es so an gewissen Stellen ein bisschen ungepflegt aus und das gehört natürlich auch zur Skincare, dass man ab und zu sein Gesicht ein bisschen behandelt und dann muss man so ein bisschen hier, ein bisschen da und so weiter. Das kennt ihr ja bestimmt auch, dass man einfach mal so ein bisschen so eine Grundreinigung macht mit den Fingern. Und ja, das habe ich halt gerade gemacht und um dann meine Haut zu beruhigen, benutze ich dann danach immer eine Gesichtsmaske. Ich habe ja da so meine Marken, ne? Jepoda mag ich gerne, Asa mag ich gerne, so an Gesichtsmasken. Das sind so meine Firmen, wo ich gerne
Masken mag und ja eigentlich am liebsten die von Yepoda, weil die halt so schöne Inhaltsstoffe hat und ich damit immer, guck mal, ich bin danach gar nicht mehr rot, sondern nach 10 Minuten ist meine Haut schon wieder so richtig so bäm. Und manchmal laufe ich sonst eine Woche mit einer roten Nase rum, ne? Na gut, ja, was auch zur Gesichtspflege natürlich gehört oder zur Skincare für mich, das ist auch ein bisschen die Gesichtsbehaarung entfernen. Das kennen wir ja irgendwie auch alle so ein bisschen. Je älter man wird, umso schlimmer wird es irgendwie mit der Behaarung im Gesicht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber so an gewissen Stellen gibt es immer mal so ein paar Härchen, die man vielleicht nicht so gerne hat. Und dafür habe ich dann immer eine Pinzette, um das denn zu entfernen. Und auch ein Rasierer, das ist der von Rossmann, der kostet, glaube ich, 3 € oder so. Und damit kann man auch gewisse Härchen entfernen. Das mache ich überwiegend an den Augenbrauen, also entweder zupfe ich da. Ach so, ist vielleicht auch ganz wichtig zu erzählen. Ich schneide meine Augenbrauen auch. Das heißt, ich habe immer so ein Bürstchen, dann kämme ich die Haare so nach oben und dann stehen die ja immer so nach allen Seiten ab. Und dann nehme ich immer eine Schere und schneide die einfach ab, die Härchen, sodass die so ein bisschen gerade sind. Ich habe auch mal überlegt, ob ich sie wachsen lasse, dann kann man sie so schön hinlegen, aber das finde ich auch doof. Irgendwie sieht das ungepflegt aus, dann male ich das lieber nach. Ja, dann hat man zwar nicht mehr so viele, aber sie sind wenigstens nicht so lang. Ich hasse so eine lange Augenbrauen, die dann so nach allen möglichen Richtungen abstehen. Ich finde, das sieht total ungepflegt aus. Ja, hier muss man auch immer so ein bisschen entfernen. Unten ein bisschen, hier oben ein bisschen, da rasiere ich dann oder ich zupfe je nachdem, was jetzt einfacher ist. Das mache ich so nach Gefühl. Dann natürlich auch hier so ein bisschen und hier ein bisschen und hier wird meistens gezupft. Ist jetzt nicht so ein tolles Thema, aber es gehört halt auch mit zur Skincare und ich glaube, ich habe mich auch schon mal drauf angesprochen. Ja, klar, ist bei mir genauso. Ich bin auch nur ein Mensch und bei mir sprießt es auch. Je älter ich werde, umso schlimmer wird es und ich mache es aber halt immer weg. Ich lasse es gar nicht erst dazu kommen. Dann wird es entfernt. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann gibt es eine Gesichtsmaske, um die Haut zu beruhigen. Und dann warte ich halt ein bisschen und dann mache ich meine ganz normale Pflege. Dann halt Beauty Mates oder Asam oder so. Dann pflege ich einmal mein Gesicht. Ja, so ist meine Skincare-Routine. Und ja, jetzt mache ich mich dann eigentlich hübsch. Jetzt wird sich geschminkt und dann geht's in den Tag. Das war meine Skincare-Routine. So mache ich das mit meinem Gesicht zurzeit. Ist ja immer mal so ein bisschen anders. Dann habe ich mal dies, dann habe ich mal das. Habe ich euch ja auch gezeigt, ne, dass ich immer mal so Asam nebenbei teste oder die Asam Glow Creme total gerne benutze. Also es ist immer so ein bisschen anders, immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber das Grundprinzip bleibt. Ich habe so meine Grundprodukte, die ich immer benutze und immer noch so ein bisschen nebenbei teste. Ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen weitergeholfen. Ihr habt so ein bisschen Mehrwert daraus ziehen können. Und wenn nicht, dann freue ich mich trotzdem, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen und hat euch auch so ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht möchtet ihr ja auch mal was testen. Also, ja, ich zeige euch nur so, wie es wirklich ist und wie ich es auch wirklich mache. Und jetzt sage ich Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Und dann sehr gerne bis zum nächsten Mal. Seid ihr eigentlich bei meinem Adventskalender dabei? Ich hoffe, ich mache einen Adventskalender. Jeden Tag gibt es was Tolles zu gewinnen. Hüpft doch schnell mal rüber und macht mit. Dann habt ihr morgen auch eine kleine Freude. Bis dann. Tschüss.